Moin Leute und willkommen zur neuen Folge von Animal Crossing New Leaf. Und ja Leute, heute geht's weiter. Und ja Leute, genau, ich sehe jetzt sogar schon auf der Blume so eine Gottesanbeterin. Ich bin jetzt nicht sicher, haben wir die schon? Ich würde sagen, wir fangen die jetzt einfach mal. Komm her. Bam. Boah, bitte ist sie neu. Eine Gottesanbeterin, ihre Gebete wurden nicht erhört. Jawoll. Am besten trage ich diesen Fang gleich in mein Fangbuch ein. Geil, Mann. Gut Leute, ja, wie gesagt, das Haus steht natürlich hier immer noch, ne? Pamela, du musst leider gehen. Ich weiß, wir dürfen halt jetzt echt mit ihr gar nicht reden und so, ne? Weil das ist doch echt eine Kacke. Das gibt's doch nicht. Das kannst du dir einfach nicht ausdenken. Was ist das für ein Spot? Junge. Naja, Leute, heute habe ich einen ganz besonderen Plan, was wir heute machen. Nämlich, ja, Leute, gehen wir heute mal nach langer Zeit wieder auf die Insel. Und ja, machen heute mal Ausflüge. Denn ja, ich möchte nämlich auch, den Taucheranzug endlich kaufen. Das ist so eine Sache, die ich endlich kaufen möchte, nämlich den Taucheranzug. Und deshalb gehen wir auch heute auf die Insel und machen dort sehr viele Ausflüge. Ich sag dir mal was, ich habe die Nase voll. Was? Wovon? Von allem. Mir passiert hier nur Mist. Heute schon wieder. Da wollte ich mal nett sein und meinen Nachbarn was schenken. Also habe ich dem blöden Fuchs ein paar Bonbons abgekauft und für ein Heidengeld. Und was hatte ich heute Morgen? Ameisenbefall, weil die Bonbontüte längst am Vergammeln war. Jetzt kreucht und fleucht das in meiner Bude. Womit habe ich das verdient? Sag mir das mal. Diese Stadt hat sich gegen mich verschworen. Mir reicht's. Ich ziehe weg. Weit weg. Und zwar nächsten Monat, am 1. Da, jetzt weißt du's. Nein? Bleib doch. Wie jetzt? Du willst mich zurückhalten? Na, wenn du sagst, dass ich bleiben soll, dann bleibe ich natürlich. Also ab, als ob ich eine Wahl hätte. Bist ja stets mein Bürgermeister. Ah ja. Halte ich Ington eben noch ein Weilchen auf Trab. Nee, nee. Ah ja. Ja, Bruder, du bleibst auf jeden Fall hier, ne? Cube, du und am besten noch Twiggy, ne? Ihr bleibt alle. Wer ist denn das da hinten? Ihr bleibt am besten alle hier, ne? Ihr werdet alle hier bleiben. Ich werde dafür sorgen. Wer bist denn du? Bist du Pepe? Pepe. Hey, ich bin Pepe. Bist du hier der Chef? Ah ja. Du siehst auf jeden Fall stark aus. Ah ja. Aber mit mir legst du dich besser nicht an. Da, wo ich herkomme, war ich eine Berühmtheit. Aha. Die Leute sind schreien weggerannt, wenn sie nur den Namen Pepe gehört haben. Damals hatte ich übrigens auch ein kleines Problem mit meinem Schweißgeruch. Ja, what the fuck? Jedenfalls sind wir ab jetzt Freunde, aber auch Rivalen. Schön, dich kennenzulernen. Ja, schön, dich auch kennenzulernen. okay. Okay, ey, du siehst aber auch echt cool aus, ne? Ja, okay. Wo wohnst du denn überhaupt? Du wohnst, ach so, ja, da unten irgendwo, ne? Genau, auf jeden Fall ist jetzt die Gaslaterne auch noch fertig, ne? Die wir in der letzten Folge gemacht haben. Okay, gut. Also hier dieses Gebiet hier, was wir uns aktuell kümmern, entwickelt sich auch immer mehr weiter so. Aber man sieht natürlich jetzt auch immer mehr so, da fehlt vielleicht noch ein weiterer Busch, noch ein weiterer Baum, noch ein paar Blumen und so. Also man hat echt noch sehr viel, was man hier noch ergänzen kann. Zum Beispiel da hinten mussten auf jeden Fall noch Bäume hin, hier so irgendwie Bambus, wenn wir es dann endlich mal bekommen, ne? Und so Verschiedenes. Okay. Ach man, jetzt ist natürlich der Herbst im Spiel aktuell, ne? Und ich finde echt, das sieht nicht geil aus, Mann. Guck mal, dieser Boden und so. Nee, Mann, Alter. Ich will Sommer. Auch in Real Life. Ach, Bruder, als wohl. In Real Life, Bruder, ich will Sommer und Frühling, die warme Jahreszeit. Winter, so ein Rotz. Also wirklich. Nee, Mann. Gefällt mir überhaupt nicht. Oh, Junge, Alter. Im Winter, ne? Im Winter, ich bin wirklich nur draußen, wenn ich das muss. Also ich gehe auf keinen Fall freiwillig im Winter raus. Bruder, ey, Winter, ne? Nee, Mann, kann ich nicht leiden. Früher schon, aber jetzt nicht mehr. Ach ja, naja. Gut, Leute, ja, ich würde dann sagen, okay. Rainer ist wieder da. Oh, okay, Leute, ich würde sagen, da gehen wir mal rein, machen das noch schnell. Und diesmal machen wir natürlich auch noch den, werde ich auch im Internet direkt nachschauen, was das echte davon ist, ne? Oh, willkommen in Rainers Galerie. Wenn du Kunstwerke von Weltrang zu verdächtig günstigen Preisen suchst, bist du hier goldrichtig. Ja, genau. So, also Leute, ich würde sagen, dann ja, gucke ich mal schnell im Internet nach, was hier richtig ist und dann ja, sehen wir uns dann gleich wieder, ne? Okay, Leute, ich habe jetzt mal nachgeschaut, ne? Und ja, Leute, ich habe jetzt hier das Original gefunden, ne? Also Leute, diese Statue ist eine Fälschung, weil diese Statue Fledermausflügel hat, anstatt so normale Flügel. Man erkennt es ja hier, ne? Ja. Und ja, also diese Bärenstatue ist auch eine Fälschung, einfach daran, weil ja, hier nur so ein Baby da unten ist und eigentlich links das zweite noch dazu sein sollte. Und hier, Leute, ist die Fälschung, da dieses Gemälde
Das ist ein bisschen schwer zu erkennen, aber halt nur mit dem Zeigefinger ausstreckt, nur den Zeigefinger bei beiden Händen ausstreckt, aber eigentlich müssen halt alle Finger bei dem ausgestreckt sein oder so halt, ne? Genau, deshalb ist das halt auch eine Fälschung. Und ja, Leute, dieses Gemälde ist halt einfach das Original, ne? Hat man auf jeden Fall in der Internetseite gesehen. Das, ja, Leute, holen wir uns das natürlich, ne? Oho, dieses Warmgemälde scheint es dir angetan zu haben. Ich trenne mich nur ungern davon, aber es muss wohl sein. Weil du es bist, verlange ich nur 3920 Sternis. Das gönne ich mir. Ja. Gut. Genau, haben wir auch endlich mal ein neues Gemälde. Ich glaube, wir haben bis jetzt nur eins, ne? Weil er ist auch einfach so selten da, ne? Das ist halt einfach das Problem auch noch. So, ja, alles klar. Okay. Dann ja, haben wir jetzt hier noch ein neues, richtiges Gemälde natürlich dann noch, jetzt natürlich noch bekommen, ne? Kriegen wir natürlich jetzt am nächsten Tag, in der nächsten Folge zugeliefert, ne? Gut. Aber jetzt laufen wir mal runter und fahren auf die Insel, ne? Weil ja, heute machen wir natürlich ein paar Ausflüge. Ich würde sagen, ich mache dann noch ein paar Ausflüge in der Folge. Und dann, wenn uns noch ein paar Medaillen fehlen für den Taucheranzug, würde ich dann, glaube ich, den Rest noch offscreen machen. An Ausflügen. Für die Medaillen, glaube ich, ne? Naja, gucken wir mal. Auf jeden Fall, ja, einmal bitte auf die Insel. Ne? Ja, mit meiner Wenigkeit bitte. Let's go. Ja. So, gehen wir mal auf die Insel, ne, und gucken mal nach, ja, was es da so für Ausflüge aktuell gibt, ne, und alles Mögliche, ne, genau. So, fangen wir mal los auf die coole Insel, ne, genau. Ich hoffe auch mal andere Ausflüge, mal endlich, ne, so ein bisschen was Besonderes, dass man auch mal was anderes machen kann, ne. Überspringen wir mal sein Lied. So. Was hast du denn so eilig? Die Insel wird nicht einfach davon schwimmen. Wir haben ja also Zeit. Nein, wir haben keine Zeit. Eine Folge geht immer eine bestimmte Länge und die müssen wir natürlich auch noch nutzen. So. Ja, moin, es gibt nicht mal einen. Ha, ha, ha. Geil. Geil, Mann. Es gibt nicht mal einen. Wow. Das ist ja cool. Wir müssen aber trotzdem natürlich Medaillen sammeln. Ja, okay. Wir brauchen nämlich 25 Stück. 40 Stück und wir haben 15 und deshalb brauchen wir noch 25. Genau. Und dann, ja, würde ich einfach sagen, wir machen halt heute diese Ausflüge und dann halt einfach irgendwann mal nächstes Mal gehen wir dann halt noch auf die Insel und kaufen ihn uns dann halt, ne, wenn er dann natürlich da ist. So, ein Ausflug bitte. So. Oh, es gibt richtig viel. Geil. Das ist alles Mögliche. Garnelen tauchen. Amateurfossiliensuche. Okay, mit 2 Sternen Schwierigkeit. Anfängerfossiliensuche. Käferjagd. Sportangeln. Komm, wir machen mal Sportangeln. Es geht halt einfach schwereres Angeln. So, gerne, let's go. Leute, je schwerer das ist, desto mehr musst du natürlich auch fangen und desto mehr Medaillen kriegst du natürlich auch noch am Ende. Was natürlich gut ist. So, machen wir jetzt einfach mal Sportangeln. Let's go. Ne? Ich glaube, es geht dann 5 Minuten. Und ja. So. Ja, jetzt überspringen wir mal alles, ne? So. Ach, wenigstens auf der Insel ist Sommer, ne? Hier. Immerhin hier. Ach man. Wär cool, wenn man auch im Real Life so einfach mal schnell. Ah ne, es geht 6 Minuten. Schnell einfach ganz kurz irgendwo hinfahren kann, wo auf immer Sommer ist. Ha, im Winter immer die ganze Zeit. Das wäre doch geil. So, ja. Also Käferjagd, ne? Hä? Nee, in den Sportangeln. Oh Gott, ich Dulli. Nein, oh. Ich war gerade abgelenkt. Okay. Okay. Konzentration. Wir gehen ans Meer. Wir gehen schnell ans Meer. Ist hier aber noch ein Fisch? Auch nicht. Kacke. Och Mann. Ich war komplett abgelenkt. Wir gehen mal ans Meer. Hier runter. So. Jetzt müssen wir aufhören zu rennen. Und jetzt schauen wir mal. So. Wo gibt's hier? Da ist ein Fisch. Bestimmt noch ein Seebarsch, ne? Bestimmt. Komm ran. Komm heran. So. Schwein. Oh Mann, ich hab fast gedrückt. Alter, schon wieder, Mann. Junge, du Sau, Alter. Mann. Ah, nee, ein Rochen, oder? Ein Rochen. Perfekt. So. Dann gucken wir mal weiter. Hier ist direkt noch ein weiterer Fisch. Wie viel brauchen wir, um halt wie viel brauchen wir mindestens? 5, oder? Bestimmt 5. Doch, bestimmt. Eine Muräne noch, ne? Geil. Aber ich freue mich da auch echt endlich, wenn wir dann natürlich noch den Tauchanzug haben. Das wird echt schon geil.
Dann können wir uns halt endlich mal um die ganzen Meeresfische und so kümmern. Ich meine, ist halt schon wichtig und gut, ne? Sollte man halt schon auch langsam mal machen, ne? Schwein, beiß jetzt an! Sau! Hallo! Ach, Junge! Beiß an! Mann! Kackfische, die sind dumm im Spiel. Komm! Ja, oh, Junge, knapp. Alter. Schwede Nummerine. Junge. Ach, nur drei? Mindestens, okay. Aber Leute, perfekt. Dann können wir natürlich jetzt auch noch direkt weiter angeln. Okay, Leute, jetzt haben wir ja 13 Fische gefangen, ne? Also, ey, ich bin sogar richtig stolz darauf. Jetzt schauen wir mal, wie viele Medaillen wir dafür bekommen, ne? Ja, auf jeden Fall, ja, 8 Stück, ne? Also wirklich das Maximum, was man kriegen kann. Das war aber auch richtig gut, ne? Perfekt. So, gut. Dann ja, machen wir jetzt mal noch einen anderen Ausflug, ne? Ich würde sagen, heute machen wir 3 Stück. Das heißt, jetzt kommt ein nächster, ne? Und danach noch einer. Und dann, ja, Leute, die letzten Medaillen, die dann halt noch fehlen für den Tauchanzug, die machen wir halt einfach an dem Tag, wo wir auch den Tauchanzug kaufen. Ich glaube, das wird sogar passen, weil ich glaube, da müssen wir halt noch einen Ausflug oder so machen. Und das war's dann schon. So, Gärtner. Ah, Gärtnern. Okay. Es gibt Anfängergärtnern, da muss man einfach auf so einem Beet einfach nur Blumen hinpflanzen. Einfach nur irgendwelche. Und hier muss man halt ein bisschen was anderes machen. Ich würde sagen, wir machen sogar Amateur direkt. Hier muss man ein bisschen eine bestimmte Art oder so an Blumen oder so schauen, suchen und so einpflanzen. Das schauen wir mal. Müssen wir uns mal durchlesen, ne? Genau, gucken wir mal nach. Ne, let's go! Schauen wir mal nach. So. Dieses Beet. Herr Jungspund, nur immer Herr, bla 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 bla, ja. So. Sondern nach echten, alterwürdigen Regeln. Ja. Ah, und zwar mit den Blumen vom Typ Rose. Okay. Also, wir müssen. Ich will hier aber kein. Wer falsche Blumen pflanzt? Ja, genau. Okay. Also, Leute, wir dürfen nur Rosen pflanzen. Das heißt, wir müssen jetzt überall Rosen suchen. Das ist an sich ein richtig leichter Ausflug, ne? Und ja, das machen wir natürlich jetzt auch. Und ja, genau. Halt einfach nur Rosen suchen. Und dann direkt die natürlich einpflanzen, wenn unser Inventar voll ist. Ne? Das mache ich dann jetzt, ne? Genau. Und ja, wie gesagt, gibt es jetzt auch nichts Besonderes mehr dazu zu sagen, ne? Ist ja jetzt auch, ja, ganz entspannt so. Kann man natürlich jetzt einfach suchen, paar Rosen, ne? Und ja. Okay, Leute, ja, damit ist natürlich jetzt auch noch das Amateurgärtnern vorbei, ne? Denn ja, es ist auch natürlich auch noch so, je schneller, also wenn man es natürlich dann geschafft hat, beendet dann natürlich auch noch das Spiel. Das ist natürlich dann natürlich auch noch gut, ne? Dass der Ausflug dann natürlich auch noch sehr früh, also frühzeitig beendet wird, ne? Wenn man eh schon fertig ist. So, also. Jetzt kriegen wir noch, ne, nochmal 8 Medaillen dazu. Das ging aber dann natürlich dann jetzt auch noch, ne, viel einfacher und schneller als das Angeln. Deshalb würde ich sagen, machen wir es einfach direkt nochmal, ne? Weil es einfach so schnell ging. Machen wir es auch direkt nochmal. Ne? Also, let's go. Machen wir es direkt noch einmal, ne? Genau.
Okay, und damit ist natürlich auch noch, ne, der dritte Ausflug vorbei. Und ja, dann kriegen wir jetzt nochmal 8 Medaillen, ne, was natürlich auch noch gut ist. So, let's go. Und gut, dann ja, würde ich sagen, das war's dann so mit der Folge von Animal Crossing New Leaf. Ne, wir haben in dieser Folge jetzt Ausflüge gemacht, ein paar Medaillen gesammelt. Und dann ja, Leute, nächstes Mal, wenn wir dann irgendwann mal auf der Insel sind, werden wir dann noch vielleicht ein, zwei Ausflüge machen und dann uns den Tauchanzug kaufen, der dann auf der Insel, hoffentlich dann auf der Insel hier verfügbar ist, ne, nächstes Mal. Jetzt haben wir wenigstens schon. Noch eine fehlt! Noch eine fehlt! Nein! Für den Tauchanzug. Oh mein Gott, okay, krass. Na gut, Leute, würde ich sagen, ja, das war's mit der Folge von Animal Crossing New Leaf. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und hier abonniert den Kanal. Und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Und ich sage, ja, Leute, haut rein, dann ja, bye und bis zur nächsten Folge.